Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beef and Meat. Heute gibt es was Leichtes aus der Küche. Und zwar haben die Feiertage gezeigt, ja, dass das doch schneller draufkommt, wie es runtergeht. Deswegen mache ich heute mit euch einen Low-Carb-Auflauf. Und ja, was ich dazu brauche und wie ich es mache, zeige ich euch jetzt. Ja, für unser heutiges Gericht brauchen wir eigentlich in dem Sinne nicht viel. Wir haben hier 500 Gramm Rinderhack, dann habe ich eine frische Paprika, eine Zucchini, frisch Rosmarin, frisch Thymian, einen gestrichenen Teelöffel Knoblauchpulver, weil wenn das zu viel wird, das ist einfach intensiver als frischer. Also von daher nur einen gestrichenen Teelöffel, Salz, Pfeffer, auch jeweils ein Teelöffel, das könnt ihr selbst bestimmen, je nachdem, wie ihr euer Fleisch würzen wollt. Ich werde jetzt erstmal die Kräuter klein hacken, das Gemüse natürlich auch klein schneiden. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt das Gemüse und die Kräuter klein geschnitten und klein gehackt. Ja, und was passiert, wenn man dann kein Drehbuch hat? Dann habe ich euch nämlich glatt noch den Käse und den Feta unterschlagen. Die Käsesorten bzw. Feta wird schön klein übers Hack mitgegeben und anschließend, ja, ich gebe zu, von Silvester noch schön Raclette-Käse über, der ist noch Taco, der kommt dann oben zum Schmelz oben drüber. So, das Hackfleisch habe ich jetzt in der Schüssel gegeben. Darauf verteile ich jetzt die Gewürze, ich werde das schön würzen, ich werde das jetzt erstmal ein bisschen verteilen. So, also wie gesagt, ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, noch Paprika, andere Gewürze, wenn ihr noch Chili bei haben wollt, wenn es ein bisschen schärfer sein soll. Ich mache es nachher, wenn ich die Portion auf dem Teller habe, aber das ist ja jedem selbst überlassen. So, das werde ich jetzt so noch nicht in die heiße Pfanne geben. Ich werde jetzt hier auch sofort, weil ich die Paprika vorher nicht anbrate, die Paprika werde ich hier mit dem Hack anbraten und gebe auch erst später in der Pfanne die Kräuter dazu, damit die nicht bitter werden. Ich mixe das Ganze jetzt nochmal durcheinander, die Paprika mit ins Hackfleisch. Ja, Zucchini natürlich noch nicht, weil die Zucchini natürlich unwahrscheinlich schnell weich wird. Die wird nachher zum Schluss so in den Auflauf mit eingearbeitet. Und genau wie die Kräuter, die werden gleich auch erst zum Schluss, bevor ich das Hack rausnehme aus der Pfanne, kurz mit angeröstet. Unsere Gusspfanne hat jetzt Fahrt aufgenommen. Ja. Wir geben das Hackfleisch auf jeden Fall jetzt schon mal rein. Ja, man hört's. Das alles wird jetzt schön angebraten und wandert anschließend in die Auflaufform. Unser Hackfleisch ist jetzt richtig gut angebraten. Ihr seht es, aus Quark hat sehr schön Farbe gezogen. So, jetzt geht eigentlich alles recht fix, weil ich habe mir überlegt, wofür eine Auflaufform, wenn du so eine tolle Gusspfanne hast. Also mache ich jetzt erstmal die Kräuter dazu. Schalte den Herd jetzt schon aus. So, rühre es runter. Boah, der Duft, eieiei. Und ich meine, frisch geerntet, Thymian, Rosmarin, super. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen die Zucchinis dazu.
Die werden ja auch unwahrscheinlich, schnell weich. Aber das macht gar nichts. Die rühren wir jetzt einfach mit unter. Na, da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, das zieht dann auch nochmal sich an Flüssigkeit. So, jetzt nehme ich hier den unterschlagenen Feta-Käse und werde den richtig schön reinbröseln. Sehr geil aus. Und riechen tut's. Mann, Mann. Fantastisch. So, das wird jetzt auch noch mit beigerührt. Aber Freunde, die Kombi, ich sag euch, Oberhammer. Ich mach's zum ersten Mal, also schimpft nicht mit mir. Probier es jetzt einfach mal aus. Ja. Das Ganze ist halt ohne Kohlenhydrate. Also Low Carb. Wenn ihr vorhabt, ein bisschen kürzer zu treten von den Kohlenhydraten, ja, dann einfach mal nachmachen. Das Ganze werde ich jetzt noch mit dem Schmelzkäse versehen und dann geht das Ganze bei 160 Grad für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Ja, jetzt ist es soweit. Ich tauche mal eben ab und hole mal die Pfanne aus dem Ofen. Und ihr seht, ihr könnt es hören. Ich weiß nicht, ich halte es euch mal richtig hin. Oh, genial. Also, ich probiere jetzt für euch. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem Fazit. Ja, was soll ich euch sagen? Also der Auflauf war sehr lecker. Was ich nur beim nächsten Mal machen würde, ich würde die Zucchini und die Paprika erst kurz bevor es in den Ofen geht, dazugeben. Dann sind sie noch ein bisschen bissfest. Aber so im Großen und Ganzen kann man machen. Ja? Bisschen Low Carb, bisschen was für, ne, fürs Bäuchlein. Also würde ich sagen, wenn euch das Rezept gefallen hat, dann hinterlasst mir einen wohlwollenden Kommentar, einen Daumen nach oben oder auch nach unten. Sagt mir aber dann, was euch nicht gefallen hat. Ja, oder wer möchte, ein Abo. Ja, und von mir noch eine kleine Ankündigung für Samstag. Wenn es dann heißt Beef and Meat, experimentell. Also da würde ich sagen, da schaut rein. Weil dann gibt es was Leckeres, was es so auf YouTube noch nicht gegeben hat. Also, lasst euch überraschen. Schaltet ein, Samstag 16 Uhr, Beef and Meat. Bis dahin, macht es gut.